Schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder. Euer Arni. Meine lieben Freunde, wir haben den ersten Teil gemacht von dem Berndian-Interview. Berndian, RBS, Ariella und unser Reini. Und heute geht es in Teil 2. Aber der erste Teil war so hart, den zweiten Teil kann ich mir einfach nicht alleine geben. Das geht einfach nicht. Und da hat sich ein ganz wunderbarer Mensch dazu bereit erklärt, das mit mir zu tun. Und dieser ist... Euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich, Herr Malzahn. Malzahn. Sehr schön, sehr schön. Hallo Arni. Hallo, hallo Herr Malzahn. Hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, aber, musst du nicht, musst du nicht. Muss hier nicht, gut. Muss hier nicht, nein, nein, nein. Du weißt, wir sind in der besten Community der ganzen Welt. Du musst nicht aufgeregt sein. Ja, das höre ich immer wieder bei dir, das höre ich immer wieder. Ja, weil es ja auch wahr ist. Es ist ja einfach wahr. Hier wird fast alles verziehen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein ganz, ganz großer Herr Malzahn-Fan. Ja, wie du vielleicht in meinen letzten Videos schon gehört hast. Bin ja jetzt sehr hör mal großer, auf. Jetzt sehr großer Herr Malzahn-Fan. Also ich wirklich. Bin ein großer Arni-Fan. Jetzt, wir nehmen uns gleich ein Zimmer, Arni. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt gleich. Ne? Nach so. Dem Video. Machen wir nach dem Video. Wir auf jeden Fall. Wenn wir dann noch wollen. Wenn wir dann noch Lust haben auf mehr. Das stimmt. Herr Malzahn, du bist jetzt im Game seit... Seit letztes Jahr Oktober. Also genau zu sein, ich kann mich noch erinnern, als ich den Livestream der Anti-Mobbing-Guys zum Gerichtsverhandlung hin und wieder mitverfolgt habe und ich dann dachte, ach, jetzt höre ich dem ja interessiert zu. Wie weit bist du eigentlich jetzt schon im Game, dass du einem Livestream zuhörst, wenn es um den Drachenlord geht mit der Gerichtsverhandlung? Also das ist jetzt schon über ein Jahr her, ein knappes Jahr und nee, ein gutes Jahr und seitdem bin ich wirklich sehr aktiv dabei. Ja, Anti-Mobbing-Guys damals 11 Stunden Livestream oder 12 Stunden Livestream. Absoluter Ehreninge, ja. Großartiger Kanal, Anti-Mobbing-Guys, in der Videobeschreibung natürlich, genauso wie Herr Malzahn. Das bin ich. Selbstverständlich. Du machst ja, also, ich finde das so erfrischend, deine Reactions zu hören, weil du sehr viele Videos noch nicht kennst, wie du selber sagst, und die blind schaust und dann einfach wirklich da, wenn ich bemerke, dass du da wahrscheinlich mit offenem Mund gerade sitzt, was hat er jetzt schon wieder gesagt? Ich mag das einfach. Dieses fast jungfräuliche Gehirn, ja, dass man vom Rainer ausgenommen sieht. Er nimmt ja dein Gehirn aus wie ein Fisch. Und das macht schon sehr viel Spaß. Und dann am Ende gibt es immer einen schönen Song. Genau. Kann ich auch empfehlen. Ist alles aus deiner eigenen Feder, ne? Mit deiner. Richtig. Wie heißt es? Gitarlele. Mit deiner Gitarlele. Ich habe das heute gelernt. Das heißt nicht Ukulele, das heißt Gitarlele. Und zwar die 6 Saiten und nicht 4. Richtig, guck mal, sehr gut. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich habe mir das aufgeschrieben, ganz ehrlich. Kein Problem. Ich habe mir das nicht gemerkt. Bei mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, das fand ich sehr passend: Sweet Innocent Summer Child. So hat er mich genannt, wenn ich die Sachen zum ersten Mal sehe und eigentlich denke, da kommt noch was wie Vier Drachen und der Metal und dann nach einer Folge hört es eigentlich auf. Ja. Und ich aber gehofft habe, es kommt noch was. Und wie kann man nur, ne? Ja. Also vier Dullis in der Müllkippe. Ich finde das ein hochgradig beschissenes Format. Ja, da unterscheiden wir uns. Immer noch. Es war das Beste von Reini, das gebe ich zu. Es ist trotzdem, wenn du es nach Schulnoten benoten willst, immer noch eine 6-. Es ist das Beste von ihm und es ist trotzdem noch eine 6-. Das ist halt... Und ich wäre ein Pädagoge gewesen, ich hätte ihm noch eine 4-, ich hätte ihn durchgewunken. Ja, und dann weißt du ja, was du heute gezüchtet hättest, wenn du sowas durchgewunken hättest. Du weißt, heute, es gab damals auch so Lehrer, die hätten wahrscheinlich so einen Dharma oder wie hießen diese ganzen Serienmörder alle, die hatten die durchgewunken. Ja, du wärst einer von diesen Lehrern gewesen. Adi, du stellst mich, wir haben noch nicht mal angefangen hier, ne? Okay. Ich würde sagen, wir haben Part 1 haben alle gehört, außer dir. Klar. Außer mir.
Er hat's wirklich Ich noch habe nicht. sporadisch habe ich reingehört. Sporadisch. Sporadisch, ja. Ich hatte vorhin Herr Marz gesagt, ey, bist du da? Und da hat er gesagt, nee. Wir haben uns ja schon mal ein paar Tage versucht, miteinander zu treffen im Discord. Wir haben uns nur immer wieder, ja. Verpasst. Aber wie, ne? Also es war wirklich immer im Ich glaube. Stundentakt. Du schreibst um 12, dann schreibe ich dir um 1, jetzt bin ich da, bist du da? Und um 2 schreibst du mir, nein, jetzt bin ich aber da und du. Und um 4 schreibe ich dir, nee, jetzt ich aber und du. Wir haben uns ja immer so um 1, 2 Stunden verpasst einfach. Ja, ich Ja, glaube, das sonst. liegt auch ein bisschen daran, dass wir beide noch eine andere Arbeit haben, der wir nachgehen. Ja, stimmt. Ja. So, das Genau. kennen manche ja gar nicht, ne? Die dann nur vorm Rechner hocken und sich mit Geld bewerfen lassen. Von daher Da soll es mal jemanden gegeben haben. Ja? Ich gegeben bin haben, danke. fest davon überzeugt, dass er wiederkommt. Ja? Ganz fest davon überzeugt. Vielleicht winkt ihn ja auch jemand durch, man weiß Vielleicht hat ihn eine Pädagoge durchgewunken. Ja? Der hat es nicht. gesagt, ich gebe dem noch eine 4, damit kann er durchkommen. So. Wir werden es nie erfahren. Wir werden es. Na Ich gut. würd sagen, wir gehen in Teil 2 rein. Bitte. Mit Berndian, Reini, RBS, Ariella und so weiter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Mal schauen, was heute noch passiert. Ich würde sagen, let's go, oder? Ab auf jeden Fall. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Berndian, heute mit unserem Gast Drachenlord. Ich dachte, ich wäre der Gast. Ja, du bist der Special Guest. Ach so, Entschuldigung. Ja, Der dann. ganz Special. Hey ho. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema Satire. Und zwar habe ich mir über den Paragraph rausgesucht. Moment. Ein selbstständiges. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass hier eine Dauersatire-Sendung ist. Ja? Ganz klare Sache. Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers benutzten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Genau, das heißt, dass jemand, der sich über etwas lustig machen möchte, dieses Werk auch benutzen kann. Verständlich, oder? Das trifft auf uns beide zu, oder? So ähnlich. Es trifft wahrscheinlich auf so alles zu, was du im Fernsehen von was ist, diesem Heute-Journal, die sich über viele Sachen lustig machen hier. Also dieses, wie heißt das, Heute heute? Show, heute Show. Heute-Show, ja. Obwohl Heute-Journal ja auch nicht viel mehr. Die einen Schwierig. sagen so, die anderen sagen Die so. einen so, ja, genau. Natürlich dürfen die Bildmaterial der anderen benutzen. Selbstverständlich. Es ist zu Satirezwecken. Und gerade auf YouTube ist dieses Reaction-Zeug erlaubt. Das steht auch ganz klar in diesen, wenn du deinen Kanal verpartnerst, steht da drin, was du darfst und was du nicht darfst. Und Reactions sind ganz klar erlaubt. Und das sagt eben dieser werte Herr Bernian jetzt. Ja, ich würde die Gegenrede halten und möchte dazu meinen ersten Zeugen in den Zeugenstand rufen, Herrn Rainer W. Dann hören wir uns den mal an. Das heißt ganz konkret, dass jeder deine Werke quasi nehmen kann, ein bisschen Da umbastelt und gibt es aber dann eine zählt es als Ausnahmeklausel. Satire. Wie lautet die? Wenn sich der Urheber des eigentlichen Werkes, also quasi ich, darüber beschwert, muss es entfernt werden. So, hast du Also, gehört? es gibt da ein Gesetz, das erlaubt, Leuten wie uns zu reacten. Aber wenn sich der Reini beschwert, dann sind wir am Arsch. Ist das null und nichtig? Dann ist das alles vorbei. Also Reini steht sowieso über dem Gesetz. Ich muss mal mein Mikro wieder ein bisschen runter machen, sonst übersteuere ich wahrscheinlich wieder. Auch über uns, auch über uns. Das natürlich, selbstverständlich. Ne, da machen wir uns ja nichts vor. Der Reini steht natürlich über uns. Ich bin noch neu im Game, ich muss das erwähnen. Klar, euch allen ist das allen klar. Ja, also Reini über dem Gesetz, über uns. Er hat das letztens erst wieder bewiesen in seinem Stream, wo er vor der Pilo 2 gesessen hat und sagte dann hier, jetzt aber Hilfe. Und die dann gesagt haben, nee. Dann sagt Reini, okay, dann mach ich Stream. Jetzt reicht's. Jetzt habt ihr Turn-up, Junge. Jetzt ist Schluss. Das kommt auch immer drauf an. Es gibt auch Leute, die gehen her und ständig als Nazi da. Das nennt man Rufmord. Da können die so noch so viel Satire machen, wie sie wollen. Das ist Rufmord. Das wird entfernt. Die meisten wissen, dass Reini so eine Vergangenheit hat. Ich würde ihn aber jetzt nicht als so jemanden hinstellen. Das würde ich bei Reini nicht machen. Nee.
Hätte ich auch so nicht wahrgenommen, muss ich Nee. sagen. Es gibt ja auch die einen oder anderen, die sagen, dass er irgendwelche Pedo-Sachen bei sich auf dem Rechner hätte oder es sein könnte. Aber das habe ich ja von vornherein auch gesagt. Ey, das glaube ich. Das glaube ich einfach nicht. Nein, das ist. Diese Themen von diesen Rechtsextremisten bis zu diesen Kipo-Leuten, diese Themen sind einfach zu ernst für mich, um die in so einen satirischen Bereich zu ziehen, um es mit Rainer zu vergleichen, nur um Rainer Met zu machen. Finde ich halt, weiß nicht, finde ich Quatsch. Was ist denn die Grenze zwischen Rufmord, Verleugnung und Kunst? Das ist wahrscheinlich eine Sache, die nur der Künstler selbst kennt, denke ich. Wenn nur der Künstler selbst das weiß, warum beschwert Reini sich das denn? Der kennt ja den Künstler nicht. Angenommen, du machst jetzt ein Video und du sagst, es ist Satire. Aber Reini beschwert sich jetzt, obwohl nur der Künstler selbst, also du, das weißt, was es ist. Ja, dafür gibt es bestimmt noch eine Das ist nicht Lücke. so einfach zu beantworten. Eine Zahnlücke wahrscheinlich. Die Grenze zwischen Rufmord und Kunst ist natürlich schon mal ganz einfach eigentlich, wenn man uns sich nur mal darauf beschränkt. Wenn jemand hergeht und behauptet, dass ich was bin, was sage, was tue oder was mache, was ich einfach nicht tue oder was eben nicht der Fall ist, dann ist es definitiv Rufmord, wenn jemand die ganze Zeit das immer wieder erwähnt, beziehungsweise immer penetranter darauf besteht, dass das so ist, wie es er sagt und nicht, wie es tatsächlich ist. Das nennt man Rufmord. Aber wie kommt es dann, dass Mohammed-Karikaturen und Papst-Karikaturen von der Titanic gepostet und veröffentlicht werden können, ohne dass jemand das runternehmen kann? Da ist ja Vielleicht, auch weil der Platz an Künstler nicht solchen. mehr lebt. Das ist eine der Sachen, genau. Das fand ich auch großartig, muss ich sagen. Also an die Szene kann ich mich noch erinnern, dass der Künstler nicht mehr lebt. Also weder Mohammed noch der damalige Papst. Ne? Natürlich lebt der Papst noch, also der jetzige. Aber der Künstler lebt halt nicht mehr. Ich finde die Fragen auch sehr schön an Rainer gesetzt. Das. Ah. Man merkt hier, dass sie wissen müssen oder dass sie vorher gewusst haben, was sie Rainer fragen müssen. Ne, das merkt man einfach. Genau. Wenn sich die Angehörigen, wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde und es würden nach wie vor so Hater-Geschichten auftauchen und sich meine Angehörigen darüber beschweren würden, oder noch mehr, oder dass sich viele Leute darüber beschweren würden, dann würden diese Tatsachen, dann wäre es Tatsache, dass diese Sachen verschwinden würden. Dann müssten die entfernt werden. Müsste sich dafür nicht zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, einer der Hinterbliebenen, sagen wir mal Ramona, müsste sie sich nicht die Rechte an Rainer sichern, um da Fragst du mich irgendwie jetzt? Anspruch, ja, müsste sich Ja. da nicht irgendwie Rechte an Rainer sichern, um dann Anspruch drauf zu haben? Ich sag mal, Sachen wie Sherlock Holmes, ich glaube, die werden nach 75 Jahren oder so, Ja. hat da keiner mehr Rechte drauf. Sherlock Holmes ist ja auch mittlerweile frei. Die kann jeder vorlesen oder einlesen. Und ja, damit vergleicht sich Reini gerade, mit großen Kunstwerken der Zeitgeschichte. Beim Drachen kommt aber immer noch dazu, willst du die Rechte von ihm haben? Das meine ich ja. Meinst du, Also, Ramona würde sich diese Rechte sichern? nein, nein. Ich glaube, die würde einfach sagen, bitte geht weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Hier geht es nicht zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Bleiben Sie hinter der Absperrung. Gehen Sie nach Hause. Sie müssen nicht nach Hause gehen, aber hier können Sie auch nicht bleiben. Dann kommt es aber auch immer darauf an, was genau ist es? Wo wird es veröffentlicht? Es ist die Sache mit den Internetrechten ist immer ein bisschen sehr heikel, das Ganze. Wenn man im Internet irgendwo was veröffentlicht, wie zum Beispiel auf YouTube. Auf YouTube gibt es klare, feste Richtlinien und Ranglisten jetzt nicht, aber es gibt gewisse. War für Rainer schon immer so ein Ding, es gibt Ranglisten. Rainer Na steht in diesen klar. Ranglisten immer ganz oben. Ne? Das Ganz. ist eine klare Sache, oder? Rainer steht ganz oben. Das ist wichtig. Ne? Rainer, das Wichtigste ist halt, wenn du was ins Internet scheißt, dann ist es halt nie wieder weg, dann bleibt es da. Das ist das Zum Wichtigste, Glück. was du. Zum Glück. Ja, Müssen wir genau. bei Rainer ja Ja. sagen. Ah. Also.
Und was er kennt halt diese Richtlinien, kennt er überhaupt nicht. Wenn er sich da, ich meine, ich glaube schon, dass er sie gelesen hat, er hat es halt nur nicht verstanden. Meinst du, er hat sie gelesen? Ich würde nicht sagen, dass er sie gelesen hat. Er hat gedacht, das sind Können AGBs. Ich wir uns scroll mal darauf einigen, runter. er hat versucht, sie zu lesen. Okay. Okay, nehmen wir das. Von mir Okay, aus. Von okay, mir aus. okay. Kommt ja aufs Gleiche raus. Na, vergesst Verstanden das am Ende sowieso nicht. Richtlinien, an die man sich halten muss. Und wenn man gegen diese Richtlinien verstößt, wird es urheberrechtlich entfernt. Dazu kommt, dass, egal ob Satire oder nicht, der Künstler immer das Vorrecht hat. Das bedeutet, wenn ich ein Video mache und einer von euch zum Beispiel hergeht und irgendeine Collage macht oder irgendeinen Blödsinn macht und das als Satire ausgibt, dann ist es immer noch die Sache, ist es wirklich ein Satire oder nicht? Und beschwere ich mich darüber, wenn ich mich. Ist es ein Satire? oder nicht? Oder ist es eine Ani? Feigheit? Ist es eine Feigheit vielleicht? Ani, der redet gerade von dir, ne? Es kann sein, es kann sein, es kann Der sein. redet exakt von dir. Ja, ey, Du machst was? ich mach mein eigenes Video. Ja, Rainer ist nur ein Teil davon. Das ist erlaubt. Es gibt in Amerika gibt's dieses Fair Use-Prinzip. Da kannst du im Endeffekt machen, was du willst. Deswegen ist Hank auch gegen so gut wie alles abgesichert, sag ich mal. Da kannst du das ganze Video nehmen, dann nimmst du 10-Minuten-Video und sagst eine Minute was dazu, dann ist es Fair Use. Hier musst du halt ein eigenes Werk machen. Bei mir gehen seine 15-Minuten-Videos, ihr kennt mich alle, die gehen einmal eine Stunde. Und dann ist es Ja. natürlich, dann ist es eine Dreiviertelstunde von mir und Reini ist halt 15 Minuten Beiwerk. So, Also dagegen kann er. ich bin immer noch Bitte? unsicher. Wir sollten Ramona fragen, in dem Falle. Wir sollten Ramona da ganz. Also Die ich. freut sich, die freut sich. Nee, 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 wir müssen. Also die Familie von ihm da ganz rauslassen, finde ich. Ich bin ja Das gar keiner, war auch der nur da ein auf diese. Scherz. Ja. Absoluter, ja. Freilich, freilich. Ich möchte nur nicht, dass irgendwie ein falscher Eindruck entsteht oder so. Die Familie von Rainer ist da absolut rauszulassen. Auch die ehemaligen Freunde von Rainer, wie Amala oder so, sollten super Dude sein, habe ich gehört. Soll ein ganz großartiger Kerl sein. Hat auch Arbeit, Frau, Kinder, ist, er steht halt fest im Leben. Ne? Der hat halt früher mal einen Fehler gemacht. Ey, Mala. Ja. Es ist ein schöner Fehler. Er ist, ich sag mal, er ist einer der sympathischsten NPCs im Game, finde ich. Schön gesagt. Sehr Danke. schön gesagt. Dankeschön, Dankeschön. Mich darüber beschwere, wird es nach wie vor dennoch entfernt, weil es ist immer noch mein Gesicht, es ist immer noch mein Bild, immer noch meine Stimme oder immer noch irgendwas von meinem geistigen Eigentum. Und dieses geistige Eigentum geht immer vor. Auch hier habe ich im letzten Video schon gefragt, gilt auch geisteskrankes Eigentum oder fällt das unter eine besondere Regelung? Das weiß man nicht. Das ist jetzt eine Fangfrage, da gehe ich nicht drauf ein. Clever. Verdammt. Und da zählt es nicht, ob Satire oder nicht. Und im Prinzip ist es eigentlich relativ einfach, ob man Satire macht oder nicht. Denn wenn ein User mehrere Videos hochlädt, ja, und wirklich viele Videos hochlädt, dann gilt es nicht mehr als Satire, sondern definitiv als Mobbing, Stalking oder sonst was. Also kann man zusammenfassen, Regenbogenscharf macht mehr als ein, Das ist ja zwei, die drei Videos geilste über dich und das ist Definition. eindeutig keine Satire, sondern. Das ist ja die geilste Definition von Satire, die ich je gehört habe. Wenn du ein Video hochlädst, ist es okay. Wenn du mehrere hochlädst, ist es Mobbing. Ja, ganz klare Sache. Das Also ist ja großartig. Rainer hat es gesagt, dann ist es so. Dann ist es so. Wir haben damals eine Regel hier aufgestellt, wenn es am Kühlschrank steht, ist es Gesetz. Ah, okay. Ja? Ja, genau nach dem Motto ist es. Ich gehe mal davon aus, Rainer hat es am Kühlschrank geschrieben und dann ist es halt Gesetz. Ganz klare Jetzt Sache. müssen wir nur noch überlegen, was die Definition von viele ist. Aber Da habe das ich erzählt schon er bestimmt auch. so ein Ding. Ja? Rainer hat auch mal gesagt, viele wollten dieses und dieses Video von ihm. Ich habe das schon beim Duden angerufen, wollte durchsetzen, dass viele ab jetzt zwei ist, aber ich habe halt nicht viele Leute dafür bekommen. Ja, ich war halt alleine, Ja, um das siehste, durchzuboxen. Weißt du, das ist so ein wärst du mal Ding. mit vielen Leuten da gewesen. Wäre ich mal mit zwei Leuten da gewesen, wäre ich mit vielen Leuten da gewesen. Ja. Wären zusammen, zum nächsten Mal zusammen. Ja, dann sind wir viele. Rufschädigung und Mobbing. Das ist bei Regenbogenschafen ein klein wenig anders der Fall. Deswegen habe ich es auch nicht. Aber ist es auch nicht. Entschuldigung.
Bei Regenbogenschaf liegen die Fälle ein klein wenig anders. Bei ihm ist die Sache, er macht eigene Videos in Form von Bildern, Videos und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile ein paar User, die das so machen. Also er macht eigene Videos im Sinne von Videos. Ich finde die Erklärung gut. Was fehlt dir da noch? Das war super. Ja, eigentlich ist es groß. Eigentlich ist es, ja. Ich hätte ihn schon wieder durchgewunken. Schon wieder. Du winkst einfach zu viel durch, Bruder. Du winkst einfach zu viel durch. Da ist es dann wiederum, das gilt schon wieder mehr. Ja, sag du es. Wiederum. Wieder rum, ey. Großartig. Ja, als Satire, weil die Personen das nachmachen. Das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Das kommt mir jetzt gerade so. Hätte er. Wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz krasses Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und irgendwie eine Hitler-Verarsche mache, da gibt es ja auch einen User, der hat das mal gemacht, eine Hitler-Verarsche mache und mich quasi selbst so anziehe und halt mit so einer falschen Schärpe oder irgendwas mich hinstelle und Blödsinn labere, dann gilt es als Satire. Wenn ich allerdings jetzt hergehe und Samples, richtige Samples von ihm veröffentlichen würde, wo seine Stimme zu hören ist, oder Bilder oder Videos von ihm veröffentlichen würde, dann gilt das Ganze nicht mehr als Satire, weil dann ist das nicht mehr sein, das, dann ist das nicht mehr mein geistiges Eigentum, sondern dann ist es das geistige Eigentum von, in diesem Fall dann halt Hitler. Kannst du dir sowas ausdenken? Kann man sich sowas. Ich meine, N24 und so weiter hassen diesen Trick, ja? Absolut. Ich habe es auch ehrlich gesagt wieder, wie oft meine ich ganz verstanden, was er meinte. Er Ich hätte es. meinte, wenn man Adolf verarscht, dann ist es okay, aber wenn man nur seine Worte benutzt, dann ist es das Recht von ihm. Dann ist es Genau. nicht mehr in Ordnung. Das Und heißt, da man hätte darf eigentlich ich. keine Videos von ihm veröffentlichen. Ja, ich hätte es anders gesehen, aber wer bin ich schon? Ey, du bist der, der ihn durchwinkt. Ich finde ich. Vielleicht sollte ich damit aufhören. Nur wegen dir kommen so Dokus auf N24 und NTV und so weiter. Nur wegen Ja, dir. meine Weil Vergangenheit, jetzt fühle nicht drin rum. du hast immer durchgefunden. Oder halt irgendjemand anderen. So, also wenn man jemanden nachmacht und verarscht, dann kann man es als Satire gelten lassen. So, du bist absolut safe, Ani. Du bist safe. Ja, ich mache ihn nicht nach. Also ich veräpple ihn ja wegen, würde ich sagen. Ja, das ist Ja, okay. da sehe ich mich. Wenn es allerdings, der meine Videos verwendet, gilt es nicht als Satire. Das ist im Prinzip die Regel. Okay, du bist doch nicht safe. Entschuldigung. Ey, ich verwende das Mann. Video von Berndian. Ich glaube, er hat damit kein Problem. Achso, okay, dann bist du doch wieder safe. Ja, alles Was safe. wechselt hier hin und her? Alles safe. Ist wie beim Tennis hier. Zu Wie wissen. erklärst du dir, dass Regenbogenschaf mehr Views hat als du? Boah, wie ihm das getriggert haben muss, diese Frage. Das Schönste ist dabei, dass man diese Frage ja heute auch noch stellen könnte. Das Wie stimmt. erklärst du dir, dass die Anti-Mobbing-Guys oder das Ranger, wie erklärst du dir, dass die mehr Viewers haben als du? Eine zeitlose Frage. Ja, Zeitlos. sehr schön. Einfach eine sehr schöne Frage. Hat er Mehr das? Views. Ja, also wenn ich jetzt. Als wenn er nicht wüsste, was mehr Views sind. Mehr Views? Was? Er wiederholt die Frage, damit er ein bisschen Luft bekommt, damit er jetzt sich eine Antwort überlegen kann. Ja, ich hätte schon irgendwie gedacht, das war was für ein Meer? Mittelmeer? Oder, also Mittelmeer-Views oder. Mir mal so irgendwie so einen Mitschnitt anschaue von letzter Nacht. Ich war ja nicht live dabei, weil ich ja geschlafen. Ich war live dabei. Das war einer der besten Sachen, die es wirklich jemals im Game gab. Wirklich. Da hat RBS. Ich will jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen. Komm. Da habe ich gesehen, anscheinend war ja Regenbogenschaf mit stellenweise viermal so vielen Leuten am Start in seinem Kanal. Wie passiert das? Das ist die eine Sache. Das ist auf YouTube, ja, das ist auf Twitch. Twitch hat schon mal von vornherein mehr Zuschauer als YouNow. Aber wie erreicht Moment, Moment. Regenbogenschaf die? Moment, nicht unterbrechen hier. Es Bitte, ist auch bitte. sehr Also, schön, das ist der Reine. Das Erste ist dass es nicht um ihn geht, ne, um seinen Content. Dass er nicht das Erste sein könnte, ja, vielleicht interessiert das die Leute mehr, was der andere macht. Ne, das ist überhaupt kein Fakt.
Ja, du siehst ja auch heute noch, dass zum Beispiel der heilige Ofenkäse auf das gleiche Video von, also er reactet auf ein Video von Rainer. Rainer hat Ende des Monats 15.000, 20.000 Klicks drauf und der heilige Ofenkäse 100 oder 120.000 Klicks drauf. Ja, zum Das ist Glück. Das halt. hat mich auch immer sehr gefreut. Ja, mich auch. Absolut. Er hat es ja auch absolut verdient. Ja, er macht diese Videos ein bisschen sehenswerter. Moment. Twitch hat von vornherein mehr Zuschauer als YouNow oder ja, die meisten anderen. Das ist ja nicht umsonst, dass die größte Plattform ist zum Streamen. Das andere. Ja, Rainer, warum hast du das nicht genutzt und hast dich auch auf dieser Plattform angemeldet? Ach, warte Ganz mal. genau. Das ist ja mal passiert. Da kam der Bannhammer. Andere ist, dass natürlich viele der Hater, die bei mir keine Chance haben zu schreiben oder sowas, die ich bereits geblockt habe, bei mir nicht zuschauen, weil sie bei ihm zuschauen können und auch schreiben können. Das ist bei mir auch so. Ich gucke auch sehr viel lieber bei Inge, weil der Chat einfach besser ist. Der Grüße gehen Chat ist raus. halt. Ja, ganz viel liebe Grüße und ganz viel Ehre. Der Chat ist halt großartig. Ich hätte noch eine Frage. Ja? Wer ist Inge? Die Anti-Mobbing-Guys. Ach so, ah ja. Nee, dann weiß ich es wieder. Okay. Danke. Immer gern. Dementsprechend kann man sagen, dass ein Großteil der Hater bei ihm zuschaut. Jetzt ist natürlich die Frage, will er wirklich seine ganze Geschichte auf mich aufbauen? Das ist das eine. Und auf Hatern aufbauen, weil ich habe am Anfang die Hater ja genutzt, um einen Push zu erhalten, einen gewaltigen Push. Bin aber mittlerweile dabei, das Ganze ruhen zu lassen oder versucht es jetzt mittlerweile ruhen zu lassen. Ganz Er hat es Boah. genauso versucht wie Tanzverbot. Tanzverbot hat halt damals den Hater-Push genutzt, ist dann auf anderen Content umgestiegen, hat vernünftige Videos gemacht. Genau wie Axel. Ja, Axel wurde ja nie wirklich gehatet. Aber ein Tanzverbot hat halt auch wirklich Hater gehabt und der hat das halt umgemünzt, hat vernünftigen Content gebracht und so weiter. Und die Leute haben halt irgendwann gesehen, ey, der ist gar nicht so blöd. Ja, der ist eigentlich ganz okay. Ja, echt, war das so? Ja. Okay. Und das wollte Rainer auch machen. Das Problem ist halt, das hat bei Rainer nie funktioniert. Aber ich frage mich wirklich, hatte Rainer echt so den Plan? Hat er sich dann gesagt, oh, ich habe jetzt mehr Abos, die mögen mich zwar alle nicht und schreiben die ganze Zeit negative Kommentare, aber mir geht es alleine um die Abozahl. Nee, 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 nee. Rainer wäre von Anfang an gerne beliebt gewesen. Das siehst du ja schon daran, dass er sich irgendwie mit 30, 40 Abos hat, er sich schon Autogrammkarten, Merchandise und so weiter drucken lassen. Genau. Weil er dachte, er hätte viele Fans und so weiter. Nee, Rainer wollte von Anfang an beliebt sein, aber man hat halt von vornherein seinen Charakter durchschaut. Und, nee. Also was mich jetzt gerade stört an dieser Aussage von Rainer, ist ich wollte diesen Push nutzen, so als wäre das so sein Masterplan gewesen. Und ich Ich gucke ja finde. gerade die alten Videos und denke, nee, der hat da überhaupt keinen Plan. Der redet die ganze Zeit einfach irgendwas. Aber ohne, also ich sehe den Plan nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Nee, er redet ja auch darüber, ich wollte diesen Push nutzen und jetzt mittlerweile ist es ja anders. Er redet davon, als wenn die Boulder-Hates der Vergangenheit angehörten schon. Und Er das kommt tut ja noch so, dazu, als ja. wäre dieses Ding, als hätte er diesen Step, den Tanzverbot geschafft hat, als hätte er diesen Step ja schon absolviert, als hätte er das ja schon, das ist ja schon fertig. Ab jetzt geht seine Karriere steil nach oben. Ab jetzt ist er ein beliebter Typ. So Den und. Punkt hat er oft erreicht. Den ab jetzt. Ja, genau. Ab jetzt auch Qualitätscontent. Ab jetzt. Oder, um nochmal alle zum Weinen zu bringen, ab jetzt gibt es mittwochs immer eine Folge Vier Drachen und der Metal. Immer. Die gibt es übrigens bei dir immer am Sonntag, habe ich gehört, ne? Ja, also immer ist gut. Einmal habe ich es jetzt am Sonntag gemacht. Aber du hast angekündigt, dass mehr kommt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das habe ich schon mal angekündigt. Also, liebe Leute, bitte Herr Malzahn, ein Abonnement schmeißen und jeden Sonntag, wenigstens einmal die Woche, ich hoffe ja, du bringst ein bisschen mehr, wenigstens einmal die Woche am Sonntag, vier, du Einmal bist die der Woche am Müllkippe. Sonntag. Ja. Je nachdem, was ich vorfinde an Rohmaterial. Es ist ja auch, die Quelle ist begrenzt. Stimmt. Ne? Und so einfach das zu ignorieren ist es ja nicht. Im Prinzip erkläre ich es mir einfach daher.
Die Hater sind Menschen, die ihren Hass folgen und Leuten versuchen, einfach auf den Sack zu gehen. Bei mir können sie das in Anführungszeichen nicht mehr, weil sie bei mir größtenteils immer geblockt werden oder halt rausfliegen. Aber das Da sie heißt bei doch. ihm können sie schreiben und wenn ich bei ihm draufschaue und das versuche. Man ist aber in seinem Chat auch erstmal unter Gleichgesinnten gewesen. Was man ja heute noch, wie gesagt, bei Ranger oder Inge ist man ja auch noch unter Gleichgesinnten einfach. Das macht einfach viel mehr Spaß. Der Chat ist einfach viel lustiger. Und bei RBS hat man damals auch noch einfach richtig gute Kommentare dazu gehört. Das hat man ja heute auch zum Beispiel wenn ZTK einen Restream macht. Stark kommentierter Restream. Die sind ja auch immer Spitzenklasse. Ja, man will natürlich auch noch Kommentare hören, die einem nicht einfallen, die man nicht liest. Man zockt ja vielleicht nebenbei oder so und dann muss halt der Kommentator des Videos, der bringt halt die Witze oder der liest halt den Chat vor oder so. Das ist ja auch schon viel wert. Mit Das hat ihm Rainer steht einfach und richtig. fällt die Show, ja. Ja, genau. Dass Rainer ist Videos nackig, also wenn die keiner kommentiert oder dass sie halt überhaupt keinen Nährwert haben, die kannst du dir halt schwierig anschauen, ne? Versuchen sie ja dadurch zu erreichen, dass sie bei mir in den Twitch mal reinschreiben oder in den Stream halt mal reinschreiben, dass ich dann mal kurz zu ihm rüberschaue und dann sehe, was sie schreiben. Kurzum, bei ihm haben sie die Freiheit, die Narrenfreiheit, alles zu schreiben, was sie wollen. Bei mir dürfen sie das nicht. Die Aber das Möglichkeit, dass ich heißt es doch sehe. im Umkehrschluss, dass es weitaus mehr Hater geben müsste als Fans. Ja, und? Hast du mal nicht gesagt, es gibt maximal 13% Hater oder sowas in der War halt Richtung? auch. Hier möchte ich kurz darauf an, das ist eine Anspielung auf eine Umfrage von Rainer, Ah, die von okay. Rainer gekommen ist. Ja, Rainer hat gesagt, hier möchtet ihr das oder möchtet ihr das? Da waren 13% Nein. Oder nee, 13% waren ja. Ich glaube, war es nicht sogar das Spendenglas damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, und dann hat er einfach daraus gemünzt, eine wissenschaftliche Umfrage daraus gemünzt Er hat und es gesagt, wirklich. 13% Schau Hater. dir halt mal diese Qualitätsoffensiven immer zum Jahresabschluss an. Ja, da bekommst du einfach Gold raus. Wirklich, das ist Goldmett. Wenn Rainer sagt, ja, das war wirklich, war es nicht sogar von 2014 auf 2015? Oder war es von 2015 auf 16? Ich weiß es nicht mehr. Da bin ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen. Da hat er seine Likes und Dislikes, hat er umgerechnet. So, und da hat er, ey, das Da ist kann. ja schon der Fehler, da ist doch der Fehler schon bei Umrechnen. Ich kann es wirklich gar nicht mehr so haargenau wiedergeben. Da war halt wirklich irgendwie das Hater zählen halt nur die Hälfte und Fans zählen halt irgendwie zehnfach. Und irgendwann war er halt so, ja, ich muss halt die abziehen. So, ich habe halt 90% Hater. Also muss ich 90% der negativen Likes, wie er das damals genannt hat, die Dislikes, muss ich 90% davon abziehen. Und dann habe ich mehr Likes. Ja, So, boing. sehr Ganz gut. einfach, ganz einfache Sache. Ja. Du So musst mache ich einfach das nur. aber auch. Ja, So mache ich. ich das Nee. auch. Auf dem Video, wenn ich da, sagen wir mal, 20 Dislikes bekomme, dann mache ich einfach die 0 weg. 0 ist ja nichts und dann sind es nur noch 2. So ist es. Das ist die Das richtige geht Rechnung. gut. Ja, mein Mathelehrer hat mich damals auch durchgewunken. Das zieht sich, ne? Der Es Malzahn winkt zieht alles durch. Er hat's sich. damals gelernt. Der Malzahn winkt alles durch. Ja. Sehr schön, sehr schön. Auch mal so. Das war früher mal so. Das hat sich mit der Zeit aber dann verändert, weil die Leute halt immer mehr gemerkt haben, dass sie haten. Es gab mal ein Video von mir. Das ist ziemlich zur Anfangszeit entstanden, vor fast. Das finde ich eine sehr schöne Aussage. Du hast doch gesagt, du hast mehr Fans als Hater. Und das war ja auch mal so, bis die Leute dann gemerkt haben, dass sie haten. So, das ist die Erklärung dafür. Die Das Leute ist haben. richtig gut, ne? Man Die erwartet haben. eine Erklärung und dann kommt das. Ja, die Leute haben gemerkt, dass sie haten. So, okay. Okay. 3 Jahren. Oh, da klingelt es Klingelt's? da. Ja. Vor fast. Kleine Sekunde. Wir können Okay. auch kurz. Ich möchte kurz anmerken, wie viel Klingel er damals noch hatte. Ja. Das ist ganz wichtig.
Kein Problem. Na, für Musik ist noch nicht Zeit. Nee, warten wir einfach noch. Wir können es ja so unterhalten, ist ja kein Problem. Genau. Wir können ja, also Bernd sammelt weiterhin Fragen im Faden. Ein paar haben wir schon auf der Liste drauf. Man hört einfach, dass er noch da ist und tippt, denn man hört das Schnaufen. Bernd, wenn du gleich anrufen möchtest, kannst du natürlich sehr gerne. Wir haben, also der Drache wird wahrscheinlich nicht die ganzen 3 Stunden da sein, das wäre auch ein bisschen lang. Danach kannst du anrufen und dich mit alles unterhalten. So. Ich sollte einfach die Klingel ausstellen. Hängt von ab, wer klingelt. Oh, ich habe Jetzt gleich ist noch immer eine gut. Frage an den, aber ich vielleicht sehr stellen lassen. Lass mich mal kurz noch fertig machen. Ich habe da Okay. noch eine Frage auf. Ist das ein Livestream? Ja, der war live. Okay, das heißt, da hätten auch Leute merken können, oh, Rainer ist im Interview, ich fahre jetzt mal extra vorbei. Ja. Gut, okay. So, Verzeihung, bin wieder da. Alles okay bei dir? Ja, bei mir geht's ja. Immer diese Fragen. Alles okay bei dir? Ha! Warum fragt ihr mich, ob alles okay ist? Warum fragt ihr mich, wie es geht? Lest gefälligst meinen Blog. Habe ich schon 100.000 Mark gesagt gehabt. Hilfe, bei mir ist alles okay. Wie erklärst du dir denn, dass es so viele Hater gibt? Das muss ja anscheinend stark angewachsen sein im Vergleich zu früher. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe ja ein Video mal gemacht, vor etwa 3 Jahren oder knapp 3 Jahren. Ja. Zu dem habe ich damals gesagt, und das habe ich auch so gemeint und würde ich auch nach wie vor so meinen, aber das Video gibt es ja an sich nicht mehr. Damals habe ich gesagt, Hater kommt alle zu mir, ja, hatet mich. Warum? Weil ich nicht möchte, dass andere Menschen. Er wollte andere Menschen beschützen. Natürlich. Auf einer Skala von 1 bis 10, was reine andere Leute bedeuten, andere Menschen bedeuten, würde ich auf, wäre ich bei minus 7 ungefähr. Ja, du würdest das vielleicht durchwinken, Ich will Plus minus null wäre bei mir wieder. aber. Ja, komm, verflüssen wir das null, ne? Ich weiß nicht, ne? Vielleicht. Und Ich dieses träume Video, halt noch. das ist ja auch so ein großes Ding. Habe ich bei dir, ich glaube, im letzten oder vorletzten Video, dieses Traut euch, kommt zu mir. Das war ja überhaupt kein. Da ist ja überhaupt nichts passiert. Es kam ja erst 2 Jahre später. 2 Jahre später kamen die ersten Wolde-Hates zu Reini, als er zum Posterverkauf aufgerufen hat. Und dann da die Pilo 2 gerufen hat und so weiter. Da Da ging ging das das ja los. erst los. Da ging es erst los. Ah. Dieses Traut euch, kommt zu mir, hat überhaupt keinen interessiert. Aber es ist lustig, wie er immer noch denkt, dass das der Anstoß war. Also ich muss aber dazu sagen, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ich dachte, da war so, oder zumindest da ging es dann los, dass die Leute wirklich gekommen sind, weil sie eben die Adresse hatten, ne? Nee, es kam keiner. Es Okay, kam niemand. ist es dann nicht noch trauriger, wenn er so eine Ansage macht und keiner kommt? Weiß ich nicht. Stimmt, das ist eine gute Aussage, Schon gehatet werden. Ich bin das gewöhnt und ich komme mit dem Blödsinn klar, ja. Wenn es bloß bei blöden Schreiben und so einem Blödsinn bleiben würde, wäre das auch an sich kein Problem, weil. Blödes Schreiben. Diese Aussage von Rainer, einem selbstdiagnostizierten Legastheniker. Ja, selbstdiagnostiziert. Ich glaube einfach nur, er ist dafür nicht. Er ist nicht so sehr auf Zack, dass er das kann. Schreiben. Blödes Schreiben. Na gut. Ich wink's mal durch. Ja? Danke. Einfach rein. Einfach rein. Das überlese ich und interessiert mich ein Scheiß. Auf der anderen Seite ist allerdings das Problem, dass auf der anderen Seite ist allerdings das Problem, dass diese gesamte Situation mittlerweile außer Kontrolle geraten ist mit diesem ganzen Blödsinn. Kann man das vergleichen wie der Zauberlehrling, der sich zuerst irgendwie sich hatte das Bart einschenken lassen und dann zerteilt es ihn mit der Axt und dann werden es immer mehr, immer mehr, immer mehr? So in etwa. Aber das ist jetzt ein wenig ein komischer Vergleich. Ich hatte keine Ahnung, was der Zauberlehrling ist. Oh, ja, genau, so das ist der, ja, so können wir es machen. Ja. Strubbelreiner, ich zitiere immer Strubbelreiner, guckt euch das Video an vom Ja. YouTube-Lehrling. Großartig. Absolut. Ja. Strubbelreiner, ganz, ganz großartig, ehrlich. Also, ich habe auch von Fuddel damals das erste Video von Strubbelreiner bekommen. Super. Sollte man sich geben.
Ich werde den Kanal noch verlinken. Verlinke ihn mal, genau. Ja, Sehr mache gut. ich. Ja gut, du machst YouTube und keine Badewanne, aber das ist immer mehr Hater werden und dass es irgendwann Gefahr läuft, aus dem Ruder zu laufen oder aus dem Ruder schon gelaufen ist. Insofern ist der Vergleich doch vielleicht ganz passend. Naja, das schon. Wie viel Ruder er damals noch hatte? Null. Allerdings ist jetzt mittlerweile die Sache, dass ich jetzt mittlerweile eine so große Reichweite habe, dass die jetzt halt früher oder später einfach verschwinden werden, wenn ich mich jetzt nicht mehr darauf konzentriere. Das hat er damals geglaubt, ne? Die werden einfach weg sein. So. Das Ich ist nicht schlecht, die Aussage. ignoriere die, dann werden die weg sein. Der Hate wird ignoriert und dann ist das weg. Da hatte Rainer hatte damals 17.000 Abonnenten. Ja, und wenn man mit der Reichweite, die er hatte, ja, als wenn man von Reichweite sprechen könnte mit 17.000 Abonnenten, da gibt es halt ganz andere Kaliber, ne? Mit 17.000 Abonnenten hat man oder darf man Teil sein einer geilen Community. So Ja, wie wie wir viel hast du hier. eigentlich? Ah, das Auch war mein 17. Bild. Du hast ihn kaputt gemacht. Ja, okay. Naja, Entschuldigung. okay, ja. Fang einfach nochmal. Wir tun so, als wenn es. Okay. Okay, los. 17.000 sagst du? Ja. Da fällt mir gerade noch jemand ein, der 17.000 Abonnenten hat. Nein, wer Denk denn? mal nach. Ja, denk du mal drüber nach. Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Er wirkt einfach beim ersten Mal, wer ist egal. Komm, Glückwunsch. Haben wir versaut. Winken wir durch. Ist genehmigt einfach. Komm, winken wir durch. Weil, was ist der Hauptpunkt der Hater? Sie wollen Beachtung, weil sie sich nicht beachtet fühlen. Sie wollen wahrgenommen werden und sie wollen, dass andere Menschen leiden. Es ist der Großteil der richtigen klassischen Hater. Also es ist nicht jeder Es Hater oder ist jeder. einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch, oder? Ja, ich hätte gerade gesagt, der erste Punkt, so wie ich es mitbekomme, ist, die wollen ihn tanzen sehen. So, das ist der allererste Genau, Punkt. genau. Und die wollen sich nicht wichtig nehmen oder so. Das ist ja egal, wer was schreibt. Die wollen gucken, ob er tanzt. Und er tanzt halt jedes Mal wieder. Ist so. Und dann, sie wollen anderen was Schlechtes oder sie wollen andere Leute leiden sehen, stimmt ja überhaupt nicht. Und dann, sie wollen Aufmerksamkeit. Wenn wir doch alle so aufmerksamkeitsgeil wären, wie er behauptet. Ich meine, warum machen wir was zusammen? Warum empfehlen wir andere Kanäle? Warum sagt gerade ein Arnie, der, ey, geht mal lieber zu Herrn Malzahn und schaut da mal die Videos? Ja So, gut, wenn das ich, ist, weil wenn ich. ich, wenn ich doch die Aufmerksamkeit will. Oder warum sage ich, geht mal zu Fuddel? Warum sage ich, geht mal zu Ramlord Rants oder so? Es geht mal zum Ofenkäse, natürlich. Naja, Es das sagst macht ja du, keinen Sinn. weil wir alle besser sind als du. Deswegen. Ja, das stimmt. Aber Ja. ich will es ja trotzdem nicht zugeben. Ach so, stimmt. Okay, dann nehme ich es wieder zurück. Ich wink's nur durch. Jetzt haben wir auch Verstehst damit. du? Ja, okay. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Troll, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Hater und Trolls. Aber bei den Hatern ist halt der klassische Hater ist halt, er versucht andere grundlos fertig zu machen. Oder grundlos aus seiner Sicht nicht, weil er. Das hat er aber auch nicht verstanden, dass wir keine Hater sind. Wir sind ja Hater mit D. Ne? Einem weichen D und AI ganz wichtig. Das hat er nicht verstanden. Das hat er einfach nicht durchgewunken. Das ist. Dafür hat der Trolls gesagt, einfach. Ja, oder Trolls. Er wollte ein bisschen internationalen Flair reinbringen. Ich fand's gut. Ich fand's gut. Okay. Ja. In seiner Sicht einen Grund sieht. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass er halt versucht, Leute fertig zu machen. So. Und prinzipiell ist es ja so, dass die Hater zwar immer mehr werden, aber es eigentlich relativ verhältnismäßig einfach ist, die Hater wieder loszuwerden, Wie machst du das? indem man sie einfach nicht mehr ignoriert. Bei mir ist allerdings das. Was? Indem man sie einfach nicht mehr Nicht mehr ignoriert. ignoriert, wird man sie los? Ja. Also sie werden Verstehst mehr, aber man wird sie wieder los, indem man sie nicht mehr du? ignoriert. Ich Ich meine, weiß nicht. natürlich, Ich natürlich, war. eigentlich wäre der Satz ja gar nicht so verkehrt, wenn man eben die Leute, die einen kritisieren, nicht so krass ignoriert. Man bekommt immer mal, wir haben ja vorhin schon mal kurz über Kommentare gesprochen. Ja? Wenn jetzt irgendjemand sagt hier heute unter diesem Video, hör mal Arni, hör mal auf den Malzahn ständig zu unterbrechen. Ja, du fällst ihm ständig ins Wort. Dann muss ich So. zugeben, ey, ich arbeite dran. Ja? Ich versuch's, aber es wird ein wenig dauern. Sondern es ist Kritik, auf die du eingehst und die du auch nicht
wegblenden kannst. Wenn ihr jetzt jemand irgendwie da daneben schreibt, mal, ich häng deine Mutter auf, sondern ist es halt keine Kritik. Aber war das jetzt das, worauf der Drache angespielt hat? Also worauf er angespielt hat, da bin ich schon seit einer halben Stunde raus ungefähr. Achso, oh ja gut, okay. Ich dachte, du hörst zu. Ich bin nur hier der Sidekick. Achso, wir hören beide nicht zu eigentlich. Oh, oh, oh. Okay, Verdammt. Ab jetzt. Okay, aber Funkus, jetzt hören wir bitte, zu. Ani. Okay, jetzt winken wir einfach nicht mehr durch. Wir hören jetzt ja. zu. Okay, okay. Mann. Okay, jetzt, ab jetzt. Eins, zwei, drei. Wir also hören jetzt drei. Zu. Los, okay. Ich Attacke. Konzentriere mich. Let's go. Ja, ich mich auch. Problem, dass es für mich nicht ganz so einfach ist, die Hater nicht zu ignorieren. Das hat aber auch bei mir nichts damit zu tun, dass ich zu dumm dafür bin oder sowas, wie viele glauben, sondern es hat bei mir tatsächlich damit zu tun mit meiner ADS und mit meiner, im Fall von meinen Streams, auch mit der Selbst diagnostiziert, ja. Ich sag's immer wieder gerne, ich... Legasthenie. Auch selbst diagnostiziert. Ich lese Kommentare und lese oft die Kommentare laut auch. Und da ist... Hast du mal gesehen, wie er Kommentare liest? Ja, ich habe auch das Bingo-Feld schon ausgefüllt, weil es zu schön ist. Ach, hast du sehr gut gemacht. Ich habe ja. hab ganz vergessen, wir spielen ja auch Bingo. Hier so. Ja. Das hat euch auch zum Beispiel vom veganen Jahrmetzger. Der hat das zum ersten Mal, hat er mich darauf hingewiesen, dass wir es ja eigentlich, es wäre nicht so störend, wenn er nicht immer was sagen würde, sondern einfach das langsam vorlesen würde. Hätte ja keiner ein Problem mit. Aber einfach dieses was? Ja, stimmt. Also ich, er hat letztens in seinem, habe ich in einem Halloween-Special gemacht, da hat er in dem Dragon Money langsam, aber okay vorgelesen. Mhm. Ich wollte ihm aber dafür auch keine Props geben. Ich bin ganz ehrlich, ich kann keinem 30-jährigen Mann Props geben, weil er lesen kann. So, irgendwo muss auch Schluss sein, weißt du, das ist, ja, klar, du willst durchwinken, aber... Ich wäre mir schon wieder eine 4- gewesen. So. Zock, er hat sich bemüht, nicht. Er war bei, da. Guck mal, mach mal das Positive. Ja, aber bei dem 13-Jährigen, okay. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Aber nicht bei dem 30-Jährigen. Ja, er hatte sich geschminkt. Gilt das als Argument? Ich würde noch auf eine 5- hochgehen. Gut. Ja, guck mal. Wir nähern uns an. Ja, guck mal. So. Du handelst mich einfach hoch hier. Ja, das kann sein. Ja. Das Problem, dass ich halt nicht alle Kommentare lesen kann und dann oft das Problem habe, dass ich halt die, was ich vorlese, dann auch halt beantworte oder beantworten will. Und das sind halt auch oft einmal Hate-Kommentare dabei. Das ist so der Durchschnitt. Das ist so der Durchschnitt. Einfach nochmal so rangehängt, den Satz. Ja. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, oder? Das, daran, einfach eine Klausel ranzuhängen. Da ist ja reiner Experte drin. Einfach, ja, Ding. Oder das ist der Durchschnitt. Oder ja, ist so. So, es macht überhaupt keinen Sinn, das am Ende des Satzes zu sagen. Würde das weglassen, wäre es wirklich besser. Ja, wie so oft bei ihm, wie so oft. Ja, ja. Hätte er viele Sachen weggelassen, wäre viel besser gewesen. Wie stelle ich jetzt die Frage? Hast du einmal darüber nachgedacht, ob du eventuell einfach selbst schuld bist, dass die ganzen Hater sich immer mehr formieren? Es gibt ja öfters mal so Anschuldigungen wie Arroganzlord und Lügenlord und solche Geschichten. Das ist eine ganz klare Haterfrage. Also, das ist, da kann ich Rainer verstehen, wenn er jetzt aggressiv werden würde. Wenn jemand fragt, Rainer, kann es sein, dass du selbst schuld bist? Das ist, nee, das geht nicht. Nee. Er hat letztens in seinen Livestreams auf TikTok noch gesagt, ja, und dann sagen die, ja, du bist doch selber schuld an deinem Leben und solche Hatersprüche. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist unmöglich, unmöglich, sage ich. Überleg mal, du stehst vor Gericht und dann sagt er hier, ja, Herr Malzahn, dafür, dass sie das gemacht haben, sind sie ja selber schuld. Ja. Und deine Antwort Absolut. Ist, ja, das sind Hatersprüche. Nee, der Richter, hier Rechtsklick, Sie werden ignoriert. Befangen, der Richter ist befangen, würde ich sagen. Ja, der wird nicht durchgewunken, das kann ich aber sagen. Aber absolut sicher, nicht. Der wird ganz sicher nicht durchgewunken. Ist auch eine Frechheit, bei sich selber anzufangen, ganz ehrlich. Das ist immer so schwierig, weißt du? Ja. Ah. Aber überhaupt sowas zu sagen, dass, ey Rainer, du bist doch für deine Situation selber verantwortlich, dass er das als Haterspruch, als Mobbing, dass er das als dieses abtut.
Wahnsinn einfach. Einfach Wahnsinn. Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Aber wenn man das zu Rainer sagt, das ist Mobbing. Das ist unfassbar. Mal Das ist jetzt reflektiert, ob schuld, das bin ich natürlich. eventuell quasi einfach von dir selber kommt, weil du in deinen Streams manchmal schon recht arrogant rüberkommst, auf Leute Also herabblickst, die weniger Abonnenten als du haben oder. die Sache ist einmal die von vornherein. Arrogant sehe ich mich nicht. Ich behandle jeden gleich. Wie oft hat er schon. Das switcht ja auch bei ihm immer hin und her, ne? Ich bin nicht arrogant und dann, ich habe mir die Arroganz verdient. Das hat ja. Hin und her, wie im Tischtennis. Aber wie es halt passt, es ist ja auch immer Ja. zur Geschichte, muss es ja passen. Ja, genau. Es ist ja auch wie bei seinen Let's Plays. Ja, das ist für mich hier harte Arbeit, das ist mein Beruf. Und wenn der Let's Play macht und den Leuten gefällt es nicht, sagt er, ja, mit euch verbringe ich hier meine Freizeit. So, gerade Ganz wie es ihm genau. passt, mal ist es Arbeit, wenn er es als Arbeit hinstellen will. Und wenn es den Leuten halt nicht schmeckt, dann ist es ja, ich mit meiner Freizeit. Das, Ganz genau. was es gerade wertvoller ist, das ist für Rainer gerade aktiv. Es ist einfach ekelhaft. Nee, wink ich nicht durch. Egal, ob er einen Abonnenten hat oder 10.000 Abonnenten hat. Ich würde gern ein Beispiel sehen, wo er mit jemandem geredet hat, der einen Abonnenten hat. Ich würde gern nur ein Beispiel sehen. Ich hätte jetzt direkt ein Gegenbeispiel, wo er gesagt hat, nee, aber ihr müsst mich nicht anschreiben, wenn ihr so ein ganz kleiner Kanal seid. Ja, genau, weil dann kommt ihr mit dem Hate nicht zurecht. Ja, genau. Genau. Ja. Ich kenne jeden Spruch auswendig, wirklich. Ich weiß, da gibt es ein paar so Fälle, aber anscheinend bringe ich das nicht richtig rüber oder so. Das, was ich da oftmals sage, hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Doch. Ironie. Soll es zumindest sein. Wie er Arroganz und Ironie nicht unterscheiden kann, kannst du nicht ausdenken, oder? Wahnsinn. Wirklich irre. Andere Sache ist, selbst schuld bin ich natürlich, selbstverständlich. Ich habe ja gesagt, dass ich die ja zeitlang auch absichtlich gepusht habe und absichtlich dafür gesorgt habe, dass die mich pushen oder dass die halt vorhanden sind und Scheiße machen. Also verantwortlich bin ich definitiv dafür. Was die Arroganz an sich angeht, das ist immer so ein Fall der Sache. Ja, viele sagen, ich sei arrogant, viele sagen, ich bin nicht arrogant. Das ist ein Fall der Sache, Arni. Ne? Fall der Sache. Erstmal ist es ein Fall der Sache und dann sagen viele, er ist arrogant und viele sagen, er ist nicht arrogant. Ganz klar. Also zwei sagen, er ist nicht arrogant, das ist ja auch viele, haben wir heute gelernt, ja. Aber anders viele sagen, er wäre arrogant. Was heißt, haben wir heute gelernt? Für uns heute, für euch gestern. Genau, So. genau, genau. Ich muss ja diesmal zugeben, ich nehme das diesmal nicht vor der Arbeit auf. Ich nehme das an dem Abend vorher auf, zusammen mit Herrn Malzwan, weil wir es endlich geschafft haben. Wir haben es endlich geschafft, uns mal im Discord zu treffen. Und da habe ich gesagt, gleich, let's go. Komm. Gleich hast du mich gleich gepackt und gesagt, wenn nicht Gleich. jetzt, dann wieder 10 Tage warten. Genau, Ja. gleich eingepackt, let's go. Wir müssen loslegen. Ist es aber schön. Gut, ich mache dann heute Abend ein bisschen länger, aber dafür kann ich halt morgen eine Stunde länger schlafen. Finde ich auch schön. So. Siehst du? Guck. Siehst du? Ich persönlich sehe mich nicht als arrogant, denn meine Ja, siehst du, und da ist schon das erste Problem. Grundeinstellung, die Einstellung, die ich von Anfang an hatte und nach wie vor habe, ist ja die Tatsache, dass ich andere Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Hätte er andere Menschen egal gesagt? Er muss gar nicht irgendwelche Kategorien, irgendwelche Hautfarben oder sonst irgendwas. Einfach, dass ihm andere Menschen egal sind. So, das hätte gereicht. Das wäre ehrlich gewesen. Ja, aber er hat das auswendig gelernt. Das ist dieser Spruch mit andere Leute, egal ob schwarze, rote, gelbe, pinke, violette, mit Streifen. So. Genau. Mal gucken, ob er ihn jetzt auch wieder abspielt. Ja, schauen wir mal. Zugehörigkeit, Nationalität oder sonst was ich als normale Menschen sehe oder generell als normale Lebewesen sehe. Für mich gibt es keinen Unterschied, ob es jetzt, um es jetzt komplett im allgemeinen Lebewesen auszudrücken, ob es jetzt eine Kakerlake ist, ja, oder ein Mensch. Ja, Menschen sind für ihn Kakerlaken. Das ist eine Aussage, die eines Rainers würdig ist. Ne? Ist egal, ob es eine Kakerlake oder ein Mensch ist, Menschen sind für ihn Kakerlaken. Das ist. Ja. Ja, die Frage ist jetzt, wer hat da Bockmist gebaut? Der Ethiklehrer oder der Biolehrer?
Ich glaube, das Spermium am Anfang. Das ist schon. Es hat ein, zwei Abkürzungen genommen, die es nicht hätte nehmen sollen. Das ist, nee, das ist ganz schwierig. Also der Es Biolehrer. macht für mich keinen Unterschied. Jede Art von Leben hat das Recht zu leben. Und arrogant sehe ich das nicht. Aber du Es hast gibt. schon einige Leute auch nachgewiesenermaßen ziemlich schlecht behandelt in deinen Streams, weil sie weniger Abonnenten. Nicht nur in seinen Streams. Nicht nur in seinen Streams. Es ging ja bei seiner Mutter, seiner Schwester los, die er aus dem Haus verscheucht hat, verjagt hat. Ja, aber mit Grund. Die hätten das Haus nämlich dann verkauft. Das musst du immer dazu sagen. Ja, okay, das stimmt. Ja. Er muss ja seine Rechte schützen. Genau. Dann Und das Haus ist, da, Generationen leben schon in diesem Haus und deswegen wollte er nicht, dass das verkauft wird. genau, dann gab es den Hund, dann gab es die Quetschküken, dann gab es die Tauben. Egal welches Leben, Rainer, ist jedes Leben wichtig. Du hast den Hamster vergessen, wenn ich den nochmal erwähnen darf. Hamster, FatBlue. Wenn ich alles aufzählen würde, würde diese Liste halt super lang werden. Das stimmt. Aber Obi hat ein sehr schönes Video dazu gemacht, über die Tiere vom Reini. Ja, absolut. Ist sehr empfehlenswert. Wie Ofi natürlich in der Videobeschreibung. Oder Views oder Klicks oder so haben, auch so, ist ja auch relativ nah das Beispiel mal mit Regenbogenschaf, dass du Moment. ihn ziemlich schlecht behandelst und das damit begründest, Moment. dass er einfach weniger Zuschauer Nein, oder Fans nein, oder Abos oder nein, ähnliches hat. nein. Regenbogenschaf ist ein Hater. Das ist was anderes. Da ist es nicht relevant, wie viele Abonnenten er hat. Er ist ein Hater und macht Scheiße und baut Scheiße. Hast du gehört? Da ist es nicht relevant, wie viele Abonnenten er hat. Sonst Natürlich. nämlich schon. Zack. Und alles, was er tut, ist, oder nahezu alles, was er tut, nicht alles, aber fast alles, was er macht, zielt darauf ab, mich zu verarschen. Woher weiß er das denn? Er kennt doch nicht mal 2% von seinem Leben, ne? Kurzum, ich sehe ihn nicht als schlechter an, weil er, oder ich sehe ihn nicht als blöd an oder sonst was, weil er weniger Abonnenten hat, sondern weil die Einstellung und die Sache, wie er an die Sache rangeht, falsch ist. Rainer bestimmt halt, welche Einstellung falsch ist. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Wenn Wird von Rainer oben sagt. gesetzt. Ja. Ja, bitte? Ich würde sagen, es wird von oben festgelegt, von oben gesetzt und dann ist das so. Für den Abend immer auch wichtig. Ja, Kann sich schnell natürlich, wieder natürlich, ändern. natürlich. Das ändert sich schnell. Wie Rainers Launen, wie Rainers Argumente, das kann sich schnell ändern, natürlich. Heute bist du noch ein ganz nicer Dude. Morgen bist du schon ein Voldeheld. Das kann sich ganz schnell ändern. Er YouTuber, also Leute, die auf YouTube größer sind, ab einer bestimmten Größe, und das zählt schon ab 100 Abonnenten, sind im Prinzip immer in der Rolle eines Vorbilds. Weil die User oder nahezu jeder User, der dich schaut, sieht, vor allem wenn es jüngere Menschen sind, sieht, wie du dich verhältst und wie du dich vor allem anderen Menschen gegenüber verhältst. Dementsprechend hast du als YouTuber, als Livestreamer oder was auch immer öffentlich, in der Öffentlichkeit hast du immer die Rolle eines Vorbilds ab einer bestimmten Menge der Zuschauer. Und da ist halt so ein Ding, das mich bei Rainer wirklich matt macht. Er sagte mal einerseits, ja, bei seinem Projekt Brot und Brötchen, ihr müsst dieses Brötchen in der Mitte durchschneiden. Wenn ihr ein Messer benutzen müsst, fragt bitte eure Eltern. Eine Stunde später macht ein Border den Stream und sagt, hier geht's zu meinem Y-Meerschweinchen-Kanal. Ja, ich wollte auch gerade dazu Kannst du noch nicht sagen, ausdrücken. dass ich, genau, dass es so verrückt ist, dass er von Vorbildfunktion spricht. Also Ja. wenn er in seinen Streams sitzt und wie er sich da gibt, oh, das müsste eigentlich auch alles ab 16 sein. Ja, stimmt. Siehst du dich selbst als ein gutes Vorbild? Sehr gute Frage. Ich habe immer gesagt, Kleiner Fun Fact, sehr schlechte Antwort. ich möchte nicht als Vorbild gesehen werden. Aber du hast ja doch schon eine Vorbildrolle mit deinen Natürlich. 13.000 Abos. Natürlich. Ich habe 13.000 waren es damals. Entschuldigung. Ja.
War ich vorhin ein bisschen voreilig. Ja. Natürlich die Vorbildrolle. Ich möchte nicht als Vorbild gesehen werden. Hab auch nie damit gerechnet, dass ich ein Vorbild wäre. Bin mir auch erst bei ungefähr 2.500 Abonnenten klar, oder bei ungefähr 10 bis bei ungefähr 1 bis 2.000 Abonnenten bin ich mir erst klar geworden, dass ich tatsächlich als YouTuber auch eine Vorbildrolle und Vorbildfunktion habe. Im Prinzip. Also ab 100 hat man eine Vorbildfunktion, aber er hat es erst ab 1.500 gemerkt. Ja. Er merkt es halt immer alles ein wenig später. Legastheniker, ADS, alles selbst diagnostiziert, aber er merkt es halt später. Ist okay. Einfach mal durchgerutscht. Kann passieren. Und kann mal. Er hat irgendeiner durchgewunken. Ja, er selber nicht mal. Ganz einfach erklärt. Ich sehe mich nicht als gutes Vorbild. Möchte auch kein Vorbild sein. Bin aber halt für viele ein Vorbild. Speziell für viele jüngere Menschen. Rainer sieht sich selbst für viele jüngere Menschen als Vorbild. Das ist ein ganz hartes Ding, finde ich. Sehr unangenehm. Bruder. Ich möchte dazu nichts sagen. Nee, ich auch nicht, ehrlich. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie so eine Brücke bilden und du sagst was dazu, aber... Nee, sorry. Ganz ehrlich, schwierig. Schwierig. Ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Und dementsprechend habe ich immer versucht, auch schon bevor ich das wusste, habe ich immer versucht, ein relativ gutes Vorbild zu sein. Zum Beispiel mit meiner ganzen Ansicht der Sachen. Also bevor er wusste, dass er ein Vorbild ist, hat er auch schon versucht, ein Vorbild zu sein. Ja, mit der ganzen, Ansicht der Sachen. Mit der ganzen Ansicht der Sache. Das ist... Bruder, das ist... ein ganz anderes Level hier einfach. Wahnsinn. Für mich spielt es keine Rolle, welche Hautfarbe jemand hat, welche Angehörigkeit jemand hat, national. Warum sagt er das nochmal? Ja. Er will es wirklich klarstellen, so. Wirklich, also, das spielt keine Rolle. Du weißt, wenn du eine Lüge wiederholst, dann glaubst du, die anderen Leute glauben das dann eher. Mhm. Okay. Qualität oder sonst was, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also du weißt, dass du ein schlechtes Vorbild bist, aber du versuchst, ein besseres Vorbild zu werden. Ist das so richtig? Ich betrachte das aus der Situation. Ich glaube nicht zwanghaft, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, aber dadurch... Hat er nicht gerade gesagt, dass er ein schlechtes Vorbild ist? Ja, hat er. Er dreht sich im Kreis gerade. Ach Gott. Dadurch, dass ich mich für ein schlechtes Vorbild halte und mich versuche... Ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Vorbild bin. Aber deswegen, weil ich mich für ein schlechtes Vorbild halte, macht dieser Satz für dich irgendwie Sinn? Nein, er wird... Du hast doch stuckadiert auf Unität. Ich, ja, du bist ja schlauer als ich. Ich bin, allerdings, hast du nicht studiert? Ah, nee, ja, aber enttäuscht mich immer wieder. Schon, immer aber wieder. Das sag ich doch keinem. Ach so, Entschuldigung. Ja, ich habe studiert. Okay. Also, macht dieser Satz für dich irgendeinen Sinn? Ach, du fragst mich jetzt als Akademiker. Es ist mir scheißegal, als was ich dich frage. Wollen wir diesen Satz nochmal hören einfach? Warte, ja, drei, ich nochmal zurück, aber 43, 23. Er wird ja nicht besser dadurch, dass wir ihn nochmal hören, aber ja, mach's nochmal. Wir gehen zurück auf 43, 13, also wir gehen 10 Sekunden zurück. Let's go. Zu wichtig. Ich betrachte das aus der Situation. Pass genau auf, bitte. Ich bin da. Bevor du den Satz durchwinkst, pass auf. Ja. Ich glaube nicht zwanghaft, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, aber dadurch, dass ich mich für ein schlechtes Vorbild halte und mich versuche zu verbessern, sehe ich das halt einfach als... Ich glaube nicht, dass ich ein schlechtes Vorbild bin, aber ich halte mich für ein schlechtes Vorbild. Ja. Guck mal, das ist doch jetzt relativ klar. Das ist doch jetzt wohl ziemlich klar. Etwas sein oder nicht sein, ne, Shakespeare? Das und ist dann, die Frage. Genau. Aber ich bin es nicht. So, ich halte mich zum Beispiel... für einen sehr gut aussehenden Menschen, aber ich bin es nicht. So. Ja. Sprach der Rainer? Morgen vom Spiegel. Sprach der Rainer? Ich dachte, du würdest jetzt nimmer mehr sagen. Aber es ist okay. Achso, Spaß. Nevermore. Ja, Entschuldigung. Ja, okay, okay, okay. Oh. Hey, alles gut. Oh, so. Edgar Allan Poe gelesen, wa? Popo. Ja, ich hab gesagt. Gut an, dass ich halt versuche, meinen Zuschauern oder den Menschen, die mir zuschauen, ein gutes Vorbild zu sein. Und ich finde, jeder Mensch... Den Zuschauern oder Menschen, die ihm zuschauen. Das sind zwei verschiedene
Ach komm. Ey, ohne Spaß. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn, was er da gerade zusammenstottert. Ich finde Ja, auch schön diesen Satz noch dazu. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich bin Nein. kein Vorbild, aber ich versuche ein gutes zu sein, halte mich aber nicht dafür. Das sind da so viele Unwegsamkeiten. Mein Und Kopf ist danach schon gerade matt. Leute, die zuschauen oder Zuschauer. Als wenn es. Ach komm. Ja, ich kann es jetzt nicht ausdenken, ja, einfach. Das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Er ist ja aber auch ein wunderschöner Mensch. Ich möchte dir nicht widersprechen. Zumindest hält er sich für einen. Vielleicht können wir hier wieder eine Relation reinbringen. Ja, das winke ich durch. Gut. Der eine Vorbildfunktion hat, seien es jetzt Eltern für ihre Kinder, seien es jetzt große ältere Geschwister, seien es jetzt selber YouTuber oder irgendwelche anderen Stars oder öffentlichen Menschen. Wenn man sich selbst als schlechtes Vorbild sieht, aber selbst hergeht und versucht, ein besseres Vorbild zu werden, ist eigentlich schon die Hälfte der Schlacht gewonnen. Also man sollte. Nein, ist es nicht. Was für ein Schwachsinn. Was für ein dullihafter Schwachsinn. Also wenn ich jetzt ein schlechtes Vorbild bin, aber ich möchte gerne ein besseres Vorbild sein, dann ist Die die Hälfte Hälfte der schon Schlacht schon. geschafft. Ja, ist ja schon Der Weg durch. ist das Ziel, der Weg ist das Ziel. Wenn Ich jetzt. würde gerne mal wissen, wo er sich als Vorbild sieht. Also in welcher Funktion sieht er sich als Vorbild? Ist schon Als wie ich. Chicks-Terminator zum Beispiel. Ja, oder ja, genau das. Oder wie verbringe ich mein Leben? Wie ernähre ich mich gesund? Wo ist diese Vorbildfunktion gerade? Wo versucht er es? Wo versucht er es? Er kann ja sagen, hör mal Leute, ich esse jeden Tag Macaroni Cheese. Ich würde aber auch einen Salat essen. Dann ist schon mal die Hälfte des Weges geschafft. Ich kann Es euch klang aber einfach. nur empfehlen, einen Salat zu essen. Ja, stimmt. Also wenn er empfehlen würde, wäre noch eine andere Sache. Macht er ja nicht. Macht er nicht. Aber er sagt dann, macht halt, nimmt einen Löffel von dem Cheese raus. Das ist schon, das ist der erste Schritt. Ja? Jeder lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt und Reini beginnt ihn halt Mit einem großen Schritt. anders. Anders. Ja. Aber ich spüre so ein bisschen Spiritualität hier gerade. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Hätte ich nicht Ja. gedacht, dass wir dahin noch kommen, Ani. Ja, wir, also hier wird noch eine ganze Menge mitkommen hier in Ja. dem Interview. Das ist super. Ich will immer versuchen, dass man besser ist, als man ist. Was Das hat er denkst du, auch schon ist eigentlich. der Hauptunterschied zwischen dir und anderen YouTubern, die um einiges erfolgreicher sind? Also so aller Rainer ist ein besonderer Mensch. Ganz klarer Unterschied. 100.000 Zack. Abonnenten. In was für einem Bezug meinst du das jetzt? Vor allem, was müsstest du tun, damit du richtig groß durchstartest und so auf die 100.000 Abonnenten hinkommst? Oh, Arnie, jetzt, da müssen wir beide zuhören, ne? Mhm. Das ist auch, gilt auch für uns jetzt. Das ist ein Tipp Ja. vom Profimeister. Ja, wir starten Achtung. dann durch. Ja, Achtung. Konzentration. Natürlich sind Abos auf YouTube verhältnismäßig wichtig, speziell wenn man versuchen will, damit zu leben oder davon zu leben. Ich habe nie mit dem Ziel angefangen, davon zu leben, obwohl es natürlich, wenn man auf YouTube. Was für ein Quatsch. Wie oft hat er schon gesagt, ja, ich wollte mich halt nicht mehr rumkommandieren lassen und habe dann mein eigenes Ding gemacht. Und ich habe halt gemerkt, damit kann man Geld verdienen. Und ey, wenn er diesen Gedanken damals hatte, das ist ja jetzt nicht das Verwerflichste. Wenn man damals irgendwie 2012, 2013 den Gedanken hatte, ey, ich würde gern von YouTube leben. Ja, ich habe halt keinen Bock auf den Bau zu gehen und der letzte Dulli zu sein. Ich kann es nicht mal als verwerflich empfinden, bin ich ganz ehrlich. Es ist ja so, wenn du die Kinder heutzutage fragst, was möchtest du werden, sagen ja viele auch YouTuber oder Model oder sowas, Ja, ne? aber da musst du immer klatschen, finde ich. Ja, ja, mach ich ja, Also mach ich ja. Beifall, ne? Ist klar, ne? Ach so, ach so, Ja, ach also. so. Das schreibe ich mir auf. Gut, danke. Ich muss jetzt hier ein Zwinker-Zwinker loslassen. Ach so, du warst Okay. dann Zwinger, Okay, Zwinger, ja. ich war das. Ja, ist schlimm. YouTube anfängt, mittlerweile hat man es immer im Hinterkopf. Weil man halt weiß, man kann auch davon leben, wenn man es gut hinbekommt. Ich habe aber nicht vor gehabt, davon zu leben und ich habe auch. Nein, Rainer hat nicht vorgehabt, es gut hinzubekommen. Rainer hat vorgehabt, davon zu leben, aber nicht, es gut hinzubekommen. Das sind Ja. eben zwei Sachen, die sich dann ein wenig gebissen haben. Das beißt sich ein wenig, hat der Müller gesagt. Das ist das, was uns auf den Plan ruft, Ani.
Genau. Für mich sind auch die Zuschauer und die Abonnenten sind mir unglaublich wichtig. Die Zahlen dahinter selbst sind mir allerdings nicht wichtig. Also ob ich jetzt nur, das ist das, was du vorher. Ja, das kann ich bestätigen. Er liest ja auch in regelmäßigen Abständen seine Abos vor, weil das halt nicht eine Zahl für ihn ist, sondern das sind ja Menschen dahinter. Deswegen macht er das ja. Ist für ihn ganz, für ihn steht der Mensch dahinter, ganz, ganz viel mehr im Vordergrund. Das ist, für Rainer ist der Mensch dahinter. Das ist nicht eine Nummer. Das ist nicht irgendein Nickname oder so. Für Rainer steht der Mensch dahinter. Der steht im Vordergrund. Ja. Ja, wenn ich bei mir im Chat lese, da schreibt jemand hier mal, ich hatte echt. Ich habe es heute wieder gelesen. Ja. Ich habe richtig schlechte Laune gehabt, richtig scheiß Tag gehabt. Sitze jetzt auf Klo, höre dein Video und es geht mir ein bisschen besser. Ja, da geht mir einfach, es geht mir einfach ein bisschen das Herz auf, muss ich sagen. Kleiner Fun Fact, Ja. ich hab's auch auf Klo gelesen. Och, Ani, Ich hab mich Mann. einfach sofort connected gefühlt, so, weißt Ja. du? Ja, wir sitzen gerade beide auf dem Boiler. Und es geht euch beiden besser. Es Och. geht uns beiden besser. Ey, er Du hat hattest. mein Leben ein bisschen besser gemacht, meine Laune ein bisschen besser gemacht und ich seine. Es ist doch einfach wunderschön. Ja, aber Ani, wir hatten auch ein bisschen versprochen, wir wollten hier so ein bisschen uns abheben. Jetzt bist du wieder auf dem Toilettenniveau. Ey, bei Arne geht es immer am Ende. Es kommt immer am Ende auf Toilettenniveau hier raus. Das Immer ist ist am Ende auf der Toilette. immer ist am Gut. Ende auf Toilette. Ah, gut, danke. Ja, ist okay. Was ihr vorhin gesagt habt. Warst du heute schon auf Toilette übrigens? Ich wollte mit dir nachher, aber können wir auch dann später machen halt. Jetzt, okay. Nee, lieber hier Ding. Habt. Ihr habt mich gefragt, warum habe ich weniger Zuschauer, also weniger Fans als Hater? Fans habe ich definitiv. Ja, zwei, also viele. Ganz klar. Ich würde für jeden einzelnen Fan, und sei es nur ein Fan und 10.000 Hater, ich würde für diesen einen Fan immer alles geben. Vor allen Dingen würde er für diesen einen Fan eine Wishlist machen. Das ist ganz wichtig. Er würde für diesen einen Fan eine Wishlist machen. Wir haben das in der Abstimmung gesehen. Soll ich ein Spendenglas machen? Soll ich eine Wishlist machen? Der eine war immer gegen Tausende. Aber für diesen einen Fan, Hat das gemacht. Finde ich nett. Das der ist durfte ihn dann wirklich, beschenken. ja, das ist die Ja. Individualität. Wie gesagt, keine Nummern, ne? Keine Nummern. Nein, Das ist keine der Nummern. Mensch dahinter. Ja, Ja. das ist für Rainer extrem wichtig. Ich würde Das mich ist. freuen, wenn Demon irgendwann rausfindet, wer das war, dieser eine Fan, und ein Interview mit ihm macht. Ja, das wäre Würde schön. mir gefallen. Würde mir gefallen. So, wir sind jetzt bei knapp einer Viertelstunde. Ich würde sagen, wir machen Oh. jetzt Schluss hier für den Teil. Aber ich würde gerne nochmal mit dir quatschen. Also ich hätte da Bock drauf. Das Mir würde sehr viel mich auch freuen. Spaß gemacht. Ja, ich fand, es war mein erster Stream, zusammen kommentiert live. Ich finde, es war sehr schön. Das freut mich, das freut mich. Ich bin dir, glaube ich, oft ins Wort gefallen. Das müssen wir nochmal, ist halt schwierig, wenn Ey, wir uns nicht sehen, ne? alles super. Ey, ich falle auch jedem oft ins Wort. Ich habe das super oft schon. Ich bin ja froh, wenn mir mal jemand ins Wort fällt und ich, der macht das auch. Ach so, du argumentierst wie Reini. Wenn das wer anders darf, darf ich das auch. Ach, verstehe. Ich bin deine Absolution hier im Video. Gut. Ich wollte einfach, dass mir Danke. jemand ins Wort fällt. Das wollte ich. Das Ja, war meine danke. einzige Intention für das Video. Und ich war gerade online und ja, gut. Genau. Okay. Irgendjemand musste mir Ja. ins Wort fallen. So, also. Ah, na gut. Ja, also Ja, vielen schön. Dank, dass ich dabei sein durfte. Machst Ey, du jetzt noch eine danke. Abmod? Danke, Ja. dass du dabei warst. Ja, verabschiede dich doch zuerst, bitte. Dann, Ja, dann verabschiede ich mich. Oh ja, stimmt, verabschiede ich mich. Wir sehen uns, wir freuen uns, wir hören uns. Und ich gehe dann schon mal auf die Toilette, Anni, ne? ich komme nicht nach. Gut. Meld auf von Herrn Malzahn. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitertragen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Streamende wieder. Herr Malzahn, falls es euch ein wenig gefallen hat, der Kanal ist in der Videobeschreibung. Lasst dem guten Mann ein Abo da. Und lasst ihm ganz viel Liebe in seinen Kommentaren. Hört euch mal auch die Reactions bis zu Ende an. Es kommen.
tolle Songs, alle selbst geschrieben, also nicht irgendwelche Cover oder so, mit seiner Gitarlele, ist es richtig? Ja, aber ich bin doch schon weg. Aber es heißt Gitarlele, oder? Ja, ist richtig. Psst. Okay, danke, Okay, danke, danke, super. danke. Kein Problem, kein Mit Problem. der Gitarlele, das schneide ich später raus. Lul. großartig. Hört es euch mal an. Ist wirklich großartig. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, 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 ganz viel Liebe an euch. Medal of.